Schnallt euch an, liebe Raumfahrtbegeisterte, denn wir werden gleich die himmlischen Geheimnisse enthüllen, die dieses Jahr gelüftet wurden. Von riesigen Sternen bis zu organischen Molekülen, dieses Jahr läuft großartig für Astronomen. Also, lasst uns aufholen, was ihr vielleicht im Jahr 2023 verpasst habt. Zuerst haben wir einige echte astronomische Monster entdeckt. Stellen Sie sich vor, Sie schauen in den Nachthimmel und sehen Sterne, die nicht nur groß, sondern absolut enorm sind. Wissenschaftler haben ein spezielles Teleskop namens James Webb Weltraumteleskop verwendet, um die frühen Tage des Universums zu erforschen. Und während ihres Abenteuers stießen Wissenschaftler auf alte Sterne, die 1000-mal größer sind als unsere Sonne. Ja, Sie haben richtig gehört, 1000-mal. Diese Riesen der Sternwelt waren einige der allerersten Sterne, die im Universum gebildet wurden, vor Milliarden von Jahren. Stellen Sie sich einen Kugelsternhaufen als eine massive kosmische Crew vor, in der jede Gruppe aus einer beeindruckenden Anzahl von 1000 bis 1 Million Mitgliedern besteht. Diese Haufen sind wie riesige Familientreffen, bei denen alle Sterne ungefähr zur gleichen Zeit geboren werden. Aber was macht diese neu entdeckten Monster so besonders? Nun, ihre Kerne oder ihre zentralen Teile sind viel heißer als das, was wir heute in Sternen sehen. Wissenschaftler glauben, dass diese intensive Hitze auf eine Menge Wasserstoffverbrennung bei wirklich hohen Temperaturen zurückzuführen sein könnte. Es ist, als ob sie eine galaktische Grillparty hätten. Etwas Faszinierendes passiert in diesen Kugelsternhaufen. Die kleineren Sterne krachen in die supermassiven und gewinnen zusätzliche Energie. Wie eine Leistungssteigerung. Aber hier ist die Wendung. Die meisten dieser Cluster altern jetzt und die supermassiven Sterne verschwanden vor langer Zeit. Wir können nur Hinweise auf ihre Existenz in den von uns heutzutage beobachteten Clustern sehen. Wissenschaftler studieren sie nur anhand der mysteriösen Spuren ihrer großartigen Präsenz. Die Entdeckung dieser Monstersterne ist unglaublich wichtig für unser Verständnis des Universums. Wenn Wissenschaftler mehr Beweise sammeln können, um ihre Existenz zu bestätigen, wäre das ein großer Durchbruch. Es würde uns helfen, mehr über Kugelsternhaufen und die allgemeine Bildung von supermassiven Sternen zu erfahren. Aber das war nur die erste faszinierende Entdeckung des Jahres 2023, obwohl die nächste irgendwie traurig ist. Kennen Sie diese schönen Ringe, die den Saturn so schick aussehen lassen? Nun, was glauben Sie? Sie könnten in der nicht allzu fernen Zukunft verschwinden, astronomisch gesehen. Die Cassini-Mission der NASA, die von 2004 bis 2017 den Saturn erforschte, sammelte faszinierende Daten über die Ringe. Während Cassinis großem Finale, als es einige coole Manöver zwischen Saturn durchführte, bemerkten Wissenschaftler etwas Überraschendes. Die Ringe verloren jede Sekunde eine Menge Masse. Tonnen davon. Das bedeutet, dass dieses großartige Halo höchstens noch ein paar hundert Millionen Jahre bestehen wird. Das mag für Menschen wie eine lange Zeit erscheinen, aber im großen Schema des Universums ist es nur ein Augenblick. Wichtig ist, dass wir gelernt haben, dass riesige Ringe wie die von Saturn nicht ewig halten. Sie verblassen schließlich. Naja, zumindest werden du und ich diesen Moment persönlich nicht miterleben. Wissenschaftler haben eine interessante Theorie darüber, was passieren wird, wenn die Ringe des Saturns verschwinden. Sie glauben, dass die anderen Eis- und Gasriesen in unserem Sonnensystem, wie Uranus und Jupiter, einst auch massive Ringe gehabt haben könnten. Doch im Laufe der Zeit haben sich diese Ringe abgenutzt und ähneln nun mehr den dünnen, wispernden Bändern von Asteroiden, wie wir sie heute bei Uranus sehen. Die Ringe des Saturns bestehen hauptsächlich aus Eis. Aber sie enthalten auch eine Prise felsigen Staub. Dieser Staub stammt von Asteroiden und winzigen kleinen Meteoroiden, die auf die Himmelskörper prallen und auseinanderbrechen. Es ist wie ein Schneesturm aus eisigen Partikeln und Weltraumschutt. Die Forschung zeigte auch, dass die Ringe des Saturn lange nach der Entstehung des Planeten selbst erschienen. Sie bildeten sich noch, als Dinosaurier die Erde bewohnten. Also sind sie in astronomischem Zeitalter tatsächlich recht jung, nur einige hundert Millionen Jahre alt.
Diese Entdeckung hat Wissenschaftler sehr aufgeregt, weil sie bedeutet, dass in der Vergangenheit von Saturn etwas Dramatisches passiert ist, um diese atemberaubende Eisscheibe zu erschaffen. Aber dies ist ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Wissenschaftler wollen herausfinden, was genau die Ringe verursacht hat und warum sie eine so atemberaubende Struktur haben. Hoffen wir, dass sie es herausfinden werden. Aber kommen wir zu etwas Optimistischerem. Wir haben weitere aufregende Weltraumnachrichten. Kürzlich haben Wissenschaftler eine der entferntesten Galaxien im Universum untersucht und sie haben etwas Erstaunliches gefunden. Organische Moleküle. Die fragliche Galaxie hat einen langen Namen, SPT-Ola-8-8-7. Sie ist über 12 Milliarden Lichtjahre entfernt von unserem kleinen blauen Planeten. Können Sie sich diese Entfernung überhaupt vorstellen? Es ist die am weitesten entfernte Galaxie, in der jemals komplexe organische Moleküle gefunden wurden. Deshalb ist der Blick auf diese Galaxie wie der Blick auf etwas, das aus der Zeit stammt, als das Universum noch ein Baby war. Wir haben keine Ahnung, wie diese Galaxie jetzt aussieht. Das Licht, das uns erreicht hat, ist das, wie es aussah, als das Universum erst 1,5 Milliarden Jahre alt war. Stellen Sie sich vor, Dinge von so weit in der Vergangenheit sehen zu können. Also, was Sie gefunden haben, ist etwas mit einem sehr komplizierten Namen. Ein polyzyklisches aromatisches Kohlenwasserstoffmolekül oder einfach PAH-Molekül. Sie fragen sich vielleicht, was zum Teufel ist das? Nun, raten Sie mal? Sie können diese Moleküle tatsächlich direkt hier auf unserem Planeten finden. Sie können in Dingen wie dem Rauch von Automotoren oder sogar Waldbränden vorhanden sein. PAH-Moleküle bestehen aus Ketten von Kohlenstoffatomen und hier ist der supercoole Teil. Sie gelten als die grundlegenden Bausteine für das Leben. Stellen Sie sich vor, die Bausteine des Lebens, diese winzigen Kohlenstoffketten, werden in einer so weit entfernten Galaxie entdeckt. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Sie fanden auch heraus, dass das in dieser Galaxie umherschwebende Gas mit schweren Elementen gefüllt ist. Das ist eine große Sache, denn es lässt darauf schließen, dass dort viele Sterne gekommen und gegangen sind und all diese erstaunlichen Elemente geschaffen haben. Das bedeutet, dass diese Galaxie potenziell auch an vielen anderen Elementen reich sein kann. Diese Entdeckung eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und wirft so viele spannende Fragen auf. Wie konnten sich diese Moleküle in einer so entfernten Galaxie bilden? Und da wir in die Vergangenheit blicken, was könnte in dieser Zeit mit diesen organischen Molekülen geschehen sein? Könnten sie sich zu Leben entwickelt haben? Wir kratzen nur an der Oberfläche der unglaublichen Dinge, die noch entdeckt werden sollen. Übrigens, wenn es so weit weg ist, wie haben Wissenschaftler es überhaupt geschafft, so etwas zu entdecken? Nun, sie hatten das Instrument namens James Webb Weltraumteleskop. Dieses schicke Teleskop wurde kürzlich gestartet und hat Superkräfte, wenn es darum geht, das Universum zu beobachten. Also, als die Wissenschaftler diese weit entfernte Galaxie studierten, hatten sie ein kleines Problem. Das Licht, das von diesen entfernten Objekten kam, war so schwach, dass es schwer zu sehen oder zu erkennen war. Aber ratet mal, sie hatten eine brillante Idee, um dieses Problem zu lösen. Sie benutzten etwas, das als gravitative Linsen bekannt ist, was wie eine Sonderkraft der Lupe der Natur ist. Stellen Sie sich vor, zwei Galaxien reihen sich perfekt auf, genauso wie bei einem Fotoshooting. Das Licht der weit entfernten Galaxie, der Hintergrundgalaxie, reist zu uns. Aber auf seiner Reise durchquert es die Vordergrundgalaxie, die wie eine riesige Weltraumlinse wirkt. Und raten Sie mal, die Schwerkraft der Vordergrundgalaxie beugt das Licht, genau wie eine Lupe, und macht es größer und heller. Es ist, als hätte man ein kosmisches Zoom-Objektiv für unsere Teleskope. Diese Lichtbeugung erzeugt eine supercoole Form namens Einstein-Ring. Es ist wie ein Heiligenschein oder ein Lichtkranz, der die Vordergrundgalaxie umgibt. Im Grunde genommen ist es eine Art der Natur, ihre magischen Kräfte zu zeigen. Mit gravitativen Linsen und diesen wunderschönen Einstein-Ringen können Wissenschaftler entfernte Objekte klarer sehen
und erstaunliche Dinge über das Universum lernen. Und dank all dem gelang es ihnen, die verborgenen chemischen Wechselwirkungen der frühen Galaxien aufzudecken. Ist das nicht unglaublich? Die Wissenschaftler sind über diese Entdeckung hinaus aufgeregt. Sie haben nie erwartet, solch komplexe organische Moleküle in einer unglaublich entfernten Galaxie zu finden. Wer weiß, vielleicht ist das nur der Anfang einer aufregenden kosmischen Reise. Also, behalte die Sterne im Auge, liebe Weltraumforscher. Das Universum ist voller Überraschungen und wer weiß, welche weiteren atemberaubenden Entdeckungen dort draußen auf uns warten. Hoffen wir, dass wir in der Zukunft noch mehr lernen werden.